Ja, hallo und willkommen bei Mephisto gegen die Welt. Ich finde das immer ganz interessant, die Geräte quasi online spielen zu lassen. Dieser Effekt, wenn die Leute quasi nicht wissen, dass sie gegen den Schachcomputer spielen, dementsprechend spielen die auch viel befreiter auf, so auch in dieser Partie. Ich hatte eigentlich gedacht, der MM5 würde die Partie verlieren und eigentlich war sie ja auch verloren. Aber lasst euch mal überraschen bei der Partie. Mephisto gegen die Welt. So, wieder, er spielt heute viel E4. Oh, vielleicht kriegen wir noch einen Drachen aufs Brett. Oh, jetzt spielt er feige, jetzt spielt er Neidorf. Scheiße, ich hatte so auf den Drachen gehofft. E5. Springer wohl in B3. C64, ein Superstar seiner Kunst. Letztens habe ich gesehen, ich glaube, Big Creek war das. Da hat ihm einer, oder war das überhaupt Big Creek? Ich weiß gar nicht, wer das war. Hat einer 200. Ich meine, da war das gar nicht der Big Week, also es war ein anderer, ist auch egal. Dem hat einer 250 Euro geboten, wenn er die Partie gewinnt. Da hat mir der Engine gespielt. Da war natürlich nichts mit Gewinnen. Interessant wäre da eigentlich höchstens gewesen, wenn der Spieler wirklich gewonnen hätte, ob er das Geld auch bekommen hätte. Das ist immer so ein Experiment hier. A2, A4, bitte schlafen Sie nicht unbedingt immer ein hier während der Partie. Meine Güte, immer diese REM-Phasen zwischendurch. Habe ich eigentlich den Level schon eingeschaltet? By the way. Meine Güte, ist ja wie The Passenger. Oder wie hießen die Reisenden irgendwie sowas? Da war der eine, der hatte wohl, war zu oft überschrieben, da hat er auch ab und zu, ist ab und zu mal eingefroren. Schade, ich hatte gehofft, das Spiel Drachenvariante. Weil der MM5 spielt außer Angriff. War das schon enttäuschend. Da schnell Doppelklick. Mal braucht er einen Doppelklick, mal braucht er ihn nicht. Da schon wieder.
Weil es steht nicht unbedingt so berauschend. Vielleicht will er Turm C8 verhindern mit Läufer G4. Ich war schon so unlustig. Konnte, wenn bis um 1 Uhr noch die Serie durchbinscht. Waren ja nur noch ein paar Folgen. Naja, wir sind schon Folge 8. Eh nur noch zwei Folgen, die kannst du auch noch gucken. Ah, daran sieht man, die sind absolut schlagbar, diese Geräte. Das ist nicht so, dass die jetzt unmenschliches Schach spielen hier. Schwarz steht da gar nicht mal so verkehrt, wenn man ehrlich ist. Neidorf-Variante. Da muss Schwarz erstmal lange rechnen, während der Lepo hier blöd vor sich hinglotzt. Läufer D3. B3, B7. Das wird sehr interessant. Kurz auf jeden Fall die Qualität. Also auf Läufer F1 schlägt, dann muss der Turm ja wieder nehmen. Minus 0,45. Für die Qualität ist das gar nicht mal so viel Minus. Läufer D6. Droht jetzt ihn zu nehmen. Sieht aber gar nicht so gut aus für den Mephisto. Von wegen 18 Megahertz. Ja, dieser ominöse Doppelklick. Ja, aber was soll das groß bringen? Der Turm schlägt, die Dame schlägt auf A8, der Turm zieht dazwischen und dann bitte? Dann hängt immer noch D2. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel rettet hier. Info gedrückt. Das gedrückt. 0,22, das schätze ich wieder ein Plus. Wieder der fantastische Doppelklick. Das Problem ist doch, dass er es dazwischen zieht. Minus 1,09. Warum hat er sich nicht anders geschätzt? Er hat gedacht, er macht jetzt was anderes hier. Aber man sieht, das ist jetzt total kaputt. Hilfe. Meine Güte, ich lache über deine 18 Megahertz. Jetzt fällt D2. Dann droht auch noch hier die ganze Matzdrohne auch noch. Das kann er bald schon aufgeben. Das ist interessant. Das heißt also, und das ist nicht automatisch, dass sie gleich gewinnen. Springer D7. Okay. Man weiß ja nicht, ob die nicht auch mit dem Computer spielen. Wie unfair. Gibt der nicht bald auf hier? Einfach! Meine Güte, dass man da hier noch wahnsinnig lange rumpressen muss. Minus 3,36. Interessant. Da verliert der Mephisto. Time, time, time. Interessiert's. Ich glaube aber nicht, dass da noch die wahnsinnige Rettung kommt. Doch erstaunlich, dass er sich doch hat so zusammenschieben lassen. Da müsste schon ganz grober Bock von Schwarz kommen.
Weil dann sieht man kann gegen diese Computer durchaus gewinnen. Man weiß auch nicht, wer das ist, der das spielt. 18 Mega als 1000% und trotzdem wird da zusammengeschoben. Turm C4 schlägt. Wieso 0,83, verdammte Axt? Ach, der hat den Turm eingestellt. Wow. Was war das denn für ein Zug? Wie bescheuert. Da stand doch total auf Gewinn. Wie kommt man auf Turm C4 schlägt? Wo ist sie dahin? Hilf, was war das denn? Ich habe schon gedacht, die steht Aufgabe. Ich habe schon erst im ersten Moment gedacht, da würde die Dame geben. So absurd schien das wohl, dass das Schwarz jetzt noch den Turm einstellt. Aber warum? Das ist sowas von typisch manchmal. Ganze Figur mehr und kommt dann noch auf die Idee, er müsste dann noch den Bauern schlagen. Und dann will man hat eine ganze Figur mehr und will dann noch den Bauern haben. Also wenn ich die Figur schon mehr habe, da kann ich auch den Bauern noch dazu kriegen. Da sollte weiß man auf die fantastische Idee kommen. Ach, das ist auch so typisch Computer. Die machen gar nichts dagegen. Da deckt sich die Grundreihe gar nicht. Jetzt geht ja nur Springer G1. Ich könnte mir sogar noch vorstellen, Springer E1, obwohl das ja nichts bringt, Springer E1. Also das überrascht mich jetzt, dass er die Partie noch verliert. Ich hatte klar damit, das war doch total gewonnen. Aber dann Turm C4 schlägt, dann den Hals nicht voll kriegen und den Bauern auf C4 auch noch kriegen wollen. Das wird jetzt aber wirklich extrem schlecht. Das überrascht mich jetzt. Ich hatte gedacht, er würde das gewinnen. Allein deswegen hätte ich die Partie schon hochgeladen, weil Schwarz hier gewonnen hätte. So, jetzt muss die Dame muss mal ein bisschen zurücktreten hier, damit da nicht noch etwas kommt. Das war ja richtig schlecht. Meine Güte, hat der Ball ja schon alles gewonnen. Ich glaube, das war das Schlechteste, was er überhaupt machen konnte. Turm C4 schlägt. Und dann fällt der Turm auch noch mit Schach. Vielleicht hat er auch übersehen gehabt, dass er mit Schach fällt, der Turm. Keine Ahnung. Das war ja so richtig schlecht. So ein Totalaussetzer. Und damit hat man natürlich auch keine Zahl dieser Art verdient. Der hier dorthin ist mal geschehen hier bald. Meine Güte, ich kann schon nicht mal richtig die Maus betätigen oder was? Korrigieren wir das mal hier. Also Dame E6 Schach. Und dann kann er den hier von E6 deckt er das dann ab. Das gewinnt nicht mal ein Bauern. H3 schlägt Dame E6 Schach. Und dann H3 schlägt. Aber so schlecht weiterzuspielen in einer toten Gewinnstellung. Ah, das ist mir auch schon mal passiert. Man steht, hat eine Figur mehr. Und wie blöd will man denn den Bauern auch noch haben? Ja, wenn ich schon mal eine Figur mehr habe, so nach dem Motto, dann kann ich den Bauern ja auch noch nehmen. Warum hat er jetzt den? Könnt ihr jetzt die Damen tauschen?
Ja, Dame G5 Schach, er macht es jetzt hier richtig. Dame, meine Güte, muss ich die Figuren hier vielleicht mit einem Handkuss da auf die Felder ziehen? So, das war's für diese Partie. Total unverständlich für mich und total überraschend, dass Schwarz da noch so primitiv den Turm anstellt. Hat wer mal machen. Ich habe schon gedacht, Schwarz gewinnt jetzt die Partie. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. So, ich bedanke mich und verabschiede mich mal bis zum nächsten Mal.